Hallo Leute, heute ein neues Video von mir. Diesmal geht es um was Technisches, was nicht 100% meine Klasse ist. Es ist aber ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar interessiere ich mich sehr für Smart Homes und ich bekomme relativ schlecht Informationen im Internet darüber. Darum habe ich gedacht, gehst einfach hin, kaufst es selbst, machst ein Video, dass Leute, die jetzt quasi dafür interessieren, auch die Informationen bekommen. Ich habe schon ein relativ gutes Smart Home ausgerichtet mit Lichtern und Co. Und jetzt gehe ich halt an die Königsklasse für mich persönlich dran, und zwar das Türschloss. Ich finde, das Türschloss ist was sehr Empfindliches, weil jemand dadurch ja in meinen privaten Bereich vollkommen eindringen darf. Und ich möchte aber im Sinne eines Smart Homes das Ganze halt irgendwie steuern können über Codevergabe oder von der Arbeit aus oder sonst irgendwie will ich die Kontrolle behalten, wer in meine Wohnung rein und raus kann. Früher hat man es mit Schlüsseln gemacht oder mit irgendwelchen PIN-Codes, die man vergeben hat. Und ich fand halt, im Sinne des Smart Homes muss das Ganze virtuell funktionieren über eine Sprachsteuerung oder halt über Codes, die man vergeben kann, mit Bluetooth übers Handy und, und. Ich habe mir hierzu die Firma Nuki ausgesucht nach langem Suchen. Nuki ist so eine Art Startup-Unternehmen und ich habe darüber halt relativ viel gehört und gesehen, jedoch nicht alles, was ich wissen wollte. Und deswegen habe ich gesagt, komm, probier es einfach aus, kaufst das Ding und packst es einfach mal aus. Ganz kurz noch zur Erklärung, das Nuki Türschloss funktioniert mit Bluetooth, wenn ihr oben seht. Will man das Ganze aber übers Internet betreiben, dann braucht man eine Bridge, glaube ich, auf jeden Fall mal, ich habe sie mitbestellt und will das dann ganz ausprobieren, dass es halt nachher über WLAN funktioniert, oder quasi übers Internet funktioniert, sodass ich von der Arbeit aus oder wenn ich im Urlaub bin oder so, noch mein Türschloss kontrollieren kann, wer geht da rein und raus. Das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt halt auspacken werden, und später gibt es noch einen Erfahrungsbericht dazu. Viel Spaß! Also Nuki liefert hier im Umfang einmal das Türschloss und einmal die Bridge. Die Bridge ist obligatorisch, die ist auch nicht zusammen verpackt, also kann man kaufen, muss man nicht, kann man sich überlegen, ob man es will. Das hier ist das Türschloss. Es ist wunderschön verpackt, finde ich. Es hat hier eine schöne Kante drin. Und hier haben wir halt das Bluetooth und das Symbol für Netzwerk. Ich bin mal gespannt, wie es denn funktioniert. Also Nuki Home, die Seite bei iOS. Hier auf der Seite haben wir ein Smartphone abgebildet, Bluetooth, das Türschloss, das man auf die Innenseite der Tür montieren muss. Aha, also ganz klar, wir müssen unser Türschloss, das wir im Moment in der Haustür haben, modifizieren. Hier noch ein paar Erklärungen dazu. Nuki macht das Smartphone zum intelligenten Schlüssel, bla bla bla. Also so ein paar Sicherheitshinweise auch noch. Behalte die Kontrolle, indem du den Status deiner Nuki Smart Lock am Smartphone einsiehst und Zutrittberechtigung für Gäste verwaltest. Das ist ja im Grunde genommen das, was ich möchte. Wunderbar. Rückseite, auch nochmal der Inhalt erklärt, ein Nuki Smart Lock, 4 AA Batterien, Montagewerkzeug, Installationsanleitung. Wunderbar, die werde ich niemals lesen. Voraussetzung, ein Bluetooth-mäßiges Smartphone, iPhone S oder neuer, die Nuki App für iOS, eine Betriebstemperatur von 10 bis 40 Grad, ja, die sollte man irgendwie immer haben, ne? Nur für die Benutzung in Innenräumen, klar, ich denke, es macht keinen Sinn, so ein so teures Türschloss zu holen, für das Garagentor abzuschließen, wobei ich da auch schon drüber nachgedacht hatte, ob das vielleicht mal irgendwann interessant sein wird. So, dann packen wir das gute Stück aus. Es hat hier rechts und links zwei dicke, runde Bepper drauf. Viola Nummer 1. Und die Nummer 2. Sehr schön. So, mir spricht die Verpackung sehr, sehr an. Sie ist wirklich hochwertig. Es ist nicht so ein zusammengeschusterter Klotz. Hier innen drin ist nichts Luft. So. Und hier ist das Nuki Türschloss drin. Hier haben wir die Anleitung dazu. Ich drehe es mal richtig rum. Willkommen zu Hause. Hier ist das Türschloss selbst. Und hier sieht man, ich drehe an dem Rad und alle drehen ab. Und hier drin dreht sich halt dieser Schlitz, der später meinen Schlüssel
aufgreifen wird. Es ist Aluminium hier außen. Man fühlt es, es ist kalt. Also wenn man das Ding benutzen wird, ist es kalt. Hier unten haben wir eine Plastik. Plastik mit 4 Batterien schon installiert. Also hier sind die versprochenen 4A-Batterien. Und hier ist, das habe ich natürlich rausgenommen, klarerweise, in diese Parzelle hier rein. Was will er? Einmal so, einmal so. Einmal so. Einmal so. Und dann wieder hinein. Zack, fertig. Also so geht das Ganze. Dann haben wir dabei diese Türplatten. Wie gesagt, Gnocchi funktioniert, indem man diese Platten hier holt und die an seiner Tür anschraubt und dann das System hier einfach aufklipst. Wenn ich es jetzt drauf drücke, wird es klacken und dann ist das Tür da drauf, das Schloss auf diesem Adapterblatt hier drauf. Das wird hier direkt mit der Tür verschraubt. Es gibt auch eine Klebevariante, die habe ich hier, die klebt auch schon. Also, wenn ich nicht möchte, dass mein oder ich habe nicht die Möglichkeit hier an meine Tür was anzuschrauben mit diesen 2 Löchern, dann gibt es auch hier eins ohne Löcher und ich kann es einfach aufkleben. Ist vielleicht auch da sinnvoll, wenn das Türschloss quasi abgeschlossen ist mit der Blende. Das ist bei mir so. Ich denke, ich werde es aufkleben müssen. Also man zieht das hier ab, klebt das auf und fertig ist. Ansonsten ist der Inhalt hier ein kleiner Inbus. Und ich denke, das ist alles, was in dem Lieferumfang enthalten ist. Mehr gibt es da gar nicht. Das heißt, der Aufbau sollte so simpel sein, dass sogar ich ihn verstehe. Je nachdem, was ihr mit eurem Gnocchi oder Smart Home vorhabt, müsst ihr oder wollt ihr vielleicht das Gnocchi über das Internet bedienen. Es funktioniert über Bluetooth, das heißt, wenn ihr im Haus seid oder zum Haus hinkommt oder zur Wohnung, problemlos. Also ihr kommt dorthin, ihr drückt drauf, das Ding geht auf und zu, wunderbar, das klappt alles. Aber jetzt ist es halt so, es klingelt bei euch zu Hause, der Briefträger steht vor der Tür, ihr schaut, wer da ist und wollt die Tür dann für ihn öffnen und dann könnt ihr das übers WLAN nicht machen. Dafür braucht ihr eine Bridge, also wie das so in Smart Homes üblich ist, eine Bridge, die fürs Internet da ist. Die Verpackung ist ähnlich aufgebaut wie die von der Gnocchi Smart Lock selbst. Wir haben hier Design per iOS. Hier wieder das Symbol für mein Smartphone, mit dem ich über Bluetooth das Gnocchi bedienen kann oder halt über das Wi-Fi, über die Bridge mein Türschloss bedienen. Das heißt, diese Bridge simuliert mein Smartphone zu Hause. Ist ganz interessant. Ich habe gedacht, ich probiere es aus, um einfach alle Eventualitäten zu haben. Es ist halt ein Aufpreis, den man bezahlen muss, aber mir war das relativ wichtig. Die Gnocchi Bridge, dein Gnocchi Smart Lock online. Okay, wunderbar. Wodurch es jederzeit mit der Gnocchi Smartphone App aus der Ferne steuern und verwalten kannst. Ja, ich habe noch nicht das genaue Szenario, wo ich es benutzen werde, aber ich bin trotzdem dafür gewesen und habe mich dafür entschlossen, es mitzukaufen. Also, auch wieder einer dieser runden Pepper. Die Verpackung ist jetzt ein bisschen anders. Also es ist nicht diese Kante, ist jetzt hier nur Zierde. Also es geht im Gesamten auf. So, hier drin versteckt mit einem kleinen Fussel ist dieses Gerät hier. Es ist steckdosengroß. Man kann es etwa vorstellen. Steht Gnocchi drauf. Es ist Plastik. Es fühlt sich schlecht an. Es ist ganz leicht. War gut, es ist ja nur ein WLAN- und Bluetooth-Empfänger. Der Knopf ist nichts, also ist nicht so edel wie jetzt das Gnocchi an sich. Das hat mir jetzt besser gefallen. Hat noch einen Barcode hier drauf. Mal gucken, ob man es zur Installation dann benötigt. Ansonsten haben wir hier drin nur dieses Stay Connect
Anleitung. Es ist ansonsten leer. Es ist also eine riesengroße Verpackung, wenn man es mal sieht. Und das ist der Inhalt. Also ich finde es, das ist einfach, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich mag es nicht, solch einen großen Müllhaufen zu produzieren, für sowas Kleines hier einzupacken, dass man tatsächlich ja so schön sauber und ordentlich zusammengepackt haben könnte. Es ist tatsächlich viel, viel heiße Luft. Also es ist tatsächlich nur das hier, was hier der Inhalt war. Und das hier ist jetzt leer. Leer. Es wirkt, als würde hier jetzt was Großartiges kommen, aber das ist alles. Naja, muss sich ja auch irgendjemand vielleicht was dabei gedacht haben, nur in der heutigen Zeit. Glaube ich da nicht mal dran. Nochmal, um zu überprüfen: Inhalt ist die Nuki Bridge, die 6 auf 6 auf 5 cm ist. Ja, Riesenverpackung für so einen Quatsch. Und Installationsanleitung, das war's schon. Die Voraussetzung ist das Nuki Smart Lock, das ich ja jetzt schon habe. Ein Wireless Netzwerk, eine Netzwerkverbindung, eine freie Steckdose und ein maximaler Abstand, das ist auch interessant, maximaler Abstand von 5 Metern zwischen Nuki Bridge und der Smart Lock. Eine Betriebstemperatur von 10 bis 40 Grad, okay, da kann man mit leben. Und für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Also auch nicht Außensteckdose nehmen, um die Nuki zu benutzen für eine Garage oder sowas zu abzusperren. Was hier wirklich interessant auch wäre, ne? Man hat irgendwie eine Garage außerhalb stehen und kann dann da die Tür auf und zu machen, aber das wird nicht funktionieren, wenn man da nicht die 10 Grad garantieren kann. Beziehungsweise garantieren kann, dass es nicht über 40 wird. Okay, das ist der Inhalt und eigentlich alles, was eine Bridge ausmacht von Nuki, wenn ihr die kauft. Der Aufbau und die Installation des Nuki ist sehr einfach. Darüber lohnt es schon fast gar kein Video zu machen. Ihr macht die App auf, dort ist eine Anleitung nochmal drin, wie man das Schloss aufsetzt und es wird auch automatisch das Kalibrieren geführt. Das heißt, ihr klickt da einfach durch und das Ding ist installiert. Was man in Videos sehr oft hört, ist, dass es sehr laut sein soll oder andere sagen, es ist nicht so laut. Ich würde es beschreiben mit der Lautstärke einer Kaffeemühle, einer elektrischen oder eines kleinen Stabmixers oder etwa die Lautstärke, mit der ich jetzt gerade hier rede. Ich mache es mal kurz vor und öffne die Tür und ihr werdet merken, es ist, da passiert schon was. Tür ist offen und Tür wieder schließen. Und ihr hört, geht's richtig was einher. Ich nehme auch mal an, dass man das draußen im Flur sehr laut hören wird. Also, damit muss man auf jeden Fall rechnen, wenn man sich die Nuki kauft.